Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Wir bleiben ein bisschen im Ostalgie-Feeling, deswegen habe ich für euch heute den Fortschritt ZT-A320 oder 320A. Einer der letzten Traktoren, oder nein, der letzte Traktor eigentlich aus den Fortschrittwerken, na, bevor die politische Wende in der DDR kam. So, hier haben wir ein sehr, sehr schönes Modell. Wir gucken uns auch gleich mal die ganzen Konfigs an. Also auch vom Details. Hut ab. Aber kommen wir mal, was können wir denn alles tun? So, standardmäßig ist der... So kommt er standardmäßig, also standardmäßig in Klammern, ne? Wenn ihr den Shop aufmacht, steht er so da. Dann habt ihr halt die Farbwahl braun und grün. Dazu können wir noch an den Reifen konfigurieren mit Radgewichten. Pflegebereifung, okay. Gut. Zwilling mit Pflege, dann Zwilling normal nennen wir es mal. Dann haben wir das Ganze genau auch durch. Abdeckung, wir können hier vorne die Motorabdeckung zumachen. Sieht meiner Meinung nach gar nicht so übel aus. Rundumleuchten hat er natürlich auch verbaut. Kotflügel, gehen wir mal nach hinten. Das sind eigentlich die Schmutzfänger. Ja. Mit oder ohne, wie es genehm ist. Mit sieht er meiner Meinung nach besser aus. Wir haben noch ein Warnschild, ne? Wenn ihr mit dem Flug oder mit Überbreite unterwegs seid, hätten wir da auch noch die Möglichkeit. Anhängekopplung, haben wir hinten. Auch da können wir zwischen einer automatischen Abschleppvorrichtung wählen. Moment mal. Nö, alles klar. Gut. Frontlader hätten wir auch im Angebot. Ist mir jetzt so nicht bekannt bei denen, aber warum soll es nicht möglich sein? Da macht kurz die Stimme nicht mit. Entschuldigung. Also auch ein Frontlader der Firma Hauer können wir verbauen. So, Felgenfarbe können wir auswählen zwischen hellgrün, gelb, gelb. Ja, okay. Könnt ihr auch anpassen. So, Kennzeichen kommt da ohne. Könnt ihr natürlich auch verpassen, wenn ihr wollt. Alles kein Problem. So, soviel zum 320A. Dann kommt noch der 323A. Auch hier wieder im schnieken Blau. Ist Geschmackssache. So, dann hätten wir wieder in Braun und in Grün. Auch hier wieder die Reifengeschichten mit Radgewichten, mit großem Zwilling, mit kleinem Zwilling. Auch da könnt ihr euch das Beste raussuchen oder was euch halt am besten gefällt. Mit Motorraumabdeckung, Rundumleuchte. Jawohl. So, Kotflügel. Hätten wir wieder die Geschichte mit den Schmutzfängern hinten. Das Warnschild natürlich. So, auch hier wieder mit dieser Abschleppkupplung. Den Frontlader können wir ihm verpassen. Hier können wir auch wieder die Felgenfarbe anpassen. Und natürlich können wir dem Ganzen auch ein Kennzeichen vergeben. Ja klar, wir können ein Kennzeichen vergeben. So, was hier der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist, das ist einmal eine allradgetriebene Version, das wäre der hier, und der andere ist halt kein Allrad. So, manuell geschaltet ist Modell 35 km/h, 100 PS, 6,6 Tonnen, der ist ein bisschen schwerer, zwecks des Allradgetriebes, ne? Hier vorne sieht man das auch schön. Jawohl, schauen wir uns den ganzen Spaß noch in-game an natürlich. Das Ganze wieder unter Kompakttraktoren zu finden. Ich habe mir hier drei Vertreter hingestellt, einfach nur mal so. Ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir mal so an bei der ganzen Detailgeschichte und ja. Wow. Also, richtig schön gearbeitet, muss ich sagen. Also hier hat sich jemand verdammt viel Mühe gegeben. Da, ja, da bleibt eigentlich nichts offen, ne? Also, das sieht echt cool aus. Sieht echt geil aus. Mehr kann ich, da tut auch das Schiff schon. Auch hier so die Keilriemen. Und, also da ist richtig viel Liebe reingeflossen. Hier seht ihr übrigens ist die Geschichte, ne? Ohne Allrad. Und der Kollege mit Allrad. Lauschen wir natürlich auch mal auf den Motorsound. Natürlich auch mit auf Zuautomatik. So, da musste ich kurz husten. Da habe ich mich am Kaffee verschluckt. So, aber jetzt zum Motorsound.
auch hier gar nichts auszusetzen. So, Beleuchtung. Wir haben das Blinklicht verbaut. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Na, sag mal. Genau, das war wieder die Taste, die ich mir nicht merken konnte. Die Position 1 schaltet die. Oh mein Gott, was ist denn heute nur los? So, einmal haben wir hier das normale, ich sag mal, Licht. Ne? Dann haben wir da hinten noch ein Arbeitslicht. Also heute steckt der Teufel im Detail. Und wir haben hier vorne noch quasi die Aufblende. So, hupen tut er wahrscheinlich auch. Das ist sogar die richtige Hupe. So. Oh mein Gott. So, ich packe den mal wieder ein. Und nicht mal das klappt. Okay. Aber auch so die Schaltautomatik, also die Schaltanimation. Und das ist schon ganz schön. So, lass uns mal noch einen Blick in den Innenraum werfen. Perfekt. Auch hier. Detailliebe. Ne? Also, wow. Da hat sich einer Mühe gegeben. Und natürlich auch mit den animierten Anzeigen. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Mal so einfach nur aus Neugier. Ja, wir haben auch ein beleuchtetes Display. Ne? Also, schicki. So, wir steigen mal aus. Wird es auch wieder ein bisschen leiser. So. Bleibt mir an der Stelle jetzt nur noch mal der Blick in die Lok. Und bei so einem Modell würde es mich auch wundern, wenn es anders wäre. Das Ganze ist natürlich fehlerfrei. Vergessen, den Verkehr abzuschalten. Meine Güte. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle natürlich an den Motor für eine super geile, mega gelungene Arbeit. Also hier steckt Arbeit drin, definitiv. Deswegen schaut doch gerne mal beim Motor vorbei, auch gerne mal bedanken. Ja, das schadet immer nicht bei so guten Modellen. Den Link findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Motorvorstellung. Es grüßt euch selber. Ciao, ciao.